Ja, hallo Leute und herzlich willkommen zu Ni no Kuni 2 und zwar nochmal von Anfang an. Ich weiß, ich habe schon angefangen zu streamen, aber ich habe einfach keine Zeit, so viele verschiedene Spiele zu streamen aktuell leider. Das heißt, Zelda und Monster Hunter World sind jetzt so ziemlich die einzigen Stream-Games, die ich aktuell habe. Sind schon zwei, dafür habe ich zum Beispiel aktuell nur noch Slime Rancher laufen und deswegen habe ich mich doch dazu entschieden, Ni no Kuni 2 jetzt aufzunehmen und dafür, ja, fangen wir ganz neu an. Wir starten ein Spiel. Ein neues Spiel. Ich weiß, wir spielen es jetzt nicht mehr ganz blind von Anfang an, aber zumindest ein wenig. Once upon a time, there were two worlds. One was a world torn by endless war, where strong lands devoured weak, and peace was a distant dream. Eventually, only a few great realms remained, glaring at each other across brittle borders. But then came a great king, one who would change this world forever. We'll be arriving shortly, Mr. President. What in the world? Chapter 1. The Fall of the House of Tildrum. My lord, the preparations are complete. Excellent. Then let us begin. What happened? I'm Evan Pettywhisker Tildrum, King of Ding Dong Dell. Who are you? Never mind who. The question is where? Huh? Well, now, would you look at that? Stay where you are! Wait! Mein Kopf fühlt sich so leer an. Verdammt, kein Netz. Ich war doch... Genau, ich war auf dem Weg zur Tagung, als... Dann ist das hier ein Traum? Oder bin ich etwa... Wachen, er greift in einen Eindringling. Was ist los? Warum ist hier niemand? Mina? Wo ist sie? Ah, die Vorbereitung für die Zeremonie. Hör zu, verstecken kannst du mit deinem Papa spielen. Ich habe keine Zeit für sowas. Excuse me! Unverschämtheit, ich bin der König von Katzenbuckel. Ja, wie auch immer.
Wo wir schon dabei sind, eine Frage. Bin ich tot? What? Was soll das? Lenkt nicht vom Thema ab. What the? Eine Explosion? Ist das auch eins deiner Werke? Hm. Okay, jetzt ist es ist erstmal egal, wo ich hier bin. Aber wenn dieser Junge die Wahrheit sagt, du bist also der König dieses Landes. Ganz genau. Ich sehe mal nach, was da vorne ist, was da vor sich geht. Mach keine Dummheiten. So, ja, und... Hey! Ups. Ja, Moment. Derzeit kein Standort. Hier war's, alles klar. Was ich noch sagen wollte ist, genau, ich spiele es jetzt halt wirklich nochmal, auch wenn es der Anfang nicht blind ist. Den Rest des Spiels kenne ich trotzdem nicht. Und die Hintergrundmusik ist einfach stark laut. Ich muss es ein bisschen leiser machen. Damit sich das halt noch vom Rest des Spiels trennt. Also Musik plus. Ja, ich glaube, so können wir es lassen. Änderungen werden gespeichert. Okay, ist viel besser. So. Du willst doch bloß abbauen. Kontrollieren. Ja, gut. Ich sehe mich um, verstanden. Rühr dich nicht vom Fleck. What? Du hast mir gar nichts zu befehlen. Und damit spielen wir Roland. Oder Roland. Kontrolliere die Richtung und Laufgeschwindigkeit. Okay. Je nachdem, wie stark du drückst, geht oder rennt der Charakter in die Richtung, in der du Elke bewegst. Ja, alles klar. Ach so, klar, die Details brauchen wir nicht wirklich. Was geschieht hier? Ach, schon wieder. Okay, das hatten wir auch schon rausgefunden. Kamera können wir hinter uns positionieren. Was ist das für ein Schloss? This isn't so easy. Just have to take Halt! Intruder! You will go no further! Guards! Seize him! That'll teach me to get trigger happy. They're not here to protect you. Get back. Ich finde das so cool, wie er einfach die Maus abgeknallt hat. So, yeah, badass. Ich komme mit Waffen und ihr, was habt ihr? Schwerter. Es gibt zwei Arten von Nahkampfangriffen. Ja, okay, das kennen wir schon. Ja, brauche ich nicht. Komm hinzu, ich muss sparsam einsetzen. Geht es dir gut? Fass mich nicht an. Wachen, nimm diesen Mann fest. Sieh dich doch um. Niemand kommt, um dir zu helfen. Deine eigenen Soldaten greifen nicht an. What? Was willst du damit sagen? Hey. Verstehst du nicht? Das ist ein Putsch. What? Was? Ein Putsch? In meinem Land? Oi. Habt ihr Evan etwa noch nicht gefasst? Sir. Wir erhalten sicher gleich Bericht von seiner Ergreifung. Hier ist es so gefährlich. Am besten kommst du mit mir. Das sah nicht ganz aus, als ob sie ihn ergreifen wollen würden. Das sah aus, als ob sie ihn kalt machen wollen. Ja, okay. To strike while our enemy was preoccupied with preparations for the ceremony. This was a very clever strategy indeed, my lord. If only King Leonard had been less robust. He would have succumbed to the poison all the sooner, and our plot would have come to fruition all the more quickly. What does it matter now? King Leonard's untimely demise was effected without a hitch. Now the only obstacle remaining is the boy. Yes, my lord. And once he is eliminated, the throne will be ours for the taking. It is time for Mousekind to assume its rightful place at last.
Lord Mousinger, the boy, he's escaped. What? No matter. We will find him soon enough. Or rather, the Black Knight will. Der schwarze Ritter Mickey Maus. Und ich gucke, dass ich die Folgen halt so ungefähr auf eine halbe Stunde strecke. No. Oh nein. Das muss von der Explosion von vorhin sein. Hey. Da fällt mir ein. Bei dem ganzen Chaos habe ich ganz vergessen, mich vorzustellen. Ich bin Roland. Und du sagst, dein Name ist Effen, also König Effen? Schon, aber... Was ist nun passiert? Unser Königreich war doch immer so friedlich. Mhm. Was soll ich sagen? In jedem Land geschehen tief im Verborgenen dunkle Machenschaften. Mhm. Was? Ich muss es wissen, glaub mir. Alright. Wir müssen weg. Am besten verlassen wir das Schloss so schnell wie möglich. Neuer Tagebucheintrag. Flucht aus Katzenbuckel. Oder Katzbuckel? Heißt es doch Katzbuckel, Entschuldigung. Hauptmenü zu öffnen während ist im Kampf nicht möglich. Hier können wir es aber öffnen und da hinten kommen wir gerade her. Ich frage mich nur, warum die Karte hier nicht aufgedeckt ist, aber egal, ist ja auch egal. Ja, ich wollte sagen, ich spiele so im Folgen circa auf eine halbe Stunde hoch, zumindest am Anfang auf jeden Fall, damit wir jetzt endlich an den oder schnell an das Spielgeschehen kommen, das wir bisher schon im Stream hatten. Kümmert euch nicht um mich. Bringt euch in Sicherheit. Okay, ciao. Stop right there. So, mit der RS-Taste kannst du den Gegner Kampf fixieren und bla, mit dem da wechseln. You. Easy. There they are. Entschuldigung, ich habe aus Versehen auf den Stick gedrückt. Swing kaputt. Gewonnen. Bist du etwa gekommen, um mich zu retten? Ich weiß es leider auch nicht, aber vielleicht ist das mein Schicksal. Und jetzt, während ich nicht streame, schaffe ich es sogar teilweise, die Texte unten mitzulesen. Vielleicht auch nur Zufall. Ja, hüpfen wir erstmal vor eine Tür. Das ist ganz klug. Geht nicht auf. Roland, warte. Sieh nur, die Soldaten. What is it? Was ist mit ihnen? Das sind Elite-Soldaten. Du erkennst sie an ihrem roten Kleidung. Ich verstehe. Dann sollten wir uns wohl besser nicht mit ihnen anlegen. Auf keinen Fall. Ach, wenn nur Mina hier wäre. Wer? Yes. Mina. Eigentlich heißt sie Almina. Sie ist echt stark und außerdem nett und ich weiß und weiß einfach alles. Mit ihr müssten wir uns vor denen keine Angst, müssten wir uns keine Angst haben. Müssten wir uns klar. Wirklich? Wirklich? Das muss ja, die muss ja mächtig was drauf haben. Aber sie ist jetzt nicht hier. Wir zwei sind allein. Einfach vorzubrechen wäre unüberlegt. Boah, das sind ganz schön viele, echt. Ich habe gerade überlegt, ob wir es nicht einfach mal versuchen sollten. Hoffentlich sehen sie uns nicht. Psst, sei leise. Lass uns vorsichtig im Schutz der Hecke weitergehen. Hallo? Hallo? Over there, you. Ich möchte gerne wissen, ob wir das schaffen können. Ne, so nicht auf jeden Fall. Oh yeah. Okay. So. Tatsächlich, wir haben es geschafft. Aber wir haben nicht viel bekommen, außer ein Level-Up. Na gut, okay, wir haben es aber trotzdem geschafft. Wir können normalerweise hier für die Leute, die es jetzt aus dem Stream noch nicht kannten, normalerweise geht man hier in Deckung
und schleicht sich hier ganz gemütlich durch und versucht sich nicht treffen zu lassen. Wenn man sie sehen wird, geht die Tür zu, ihr habt es ja gesehen, und naja, man steckt erstmal eine Patsche. Eigentlich stirbt man an der Stelle sehr schnell. Bin gerade ein bisschen froh darüber, dass wir es geschafft haben. Dieses Schloss ist das reizende Labyrinth. Ich habe das Gefühl, dass wir ständig den gleichen Gang entlanglaufen. Diese Konstruktion ist beabsichtigt. So sollen Feinde verwirrt werden. Das hat mir Mina mal erzählt. Wenn der Feind hier fremd wäre, hätte es auch sicher Wirkung gezeigt. Da oben ist wahrscheinlich nichts, oder? Nee, schade. Aber ich weiß, glaube ich, hier am Anfang sind nicht wirklich viele Kisten. Also wir können uns immer noch auf der Karte hier umsehen. Ja, ist ja eh nicht mehr weit. Ah. Scheint, als wären wir umsingelt. So, halte von der B-wechselnden Abwehrhaltung, okay. Over there! Verdammt, ich drücke immer wieder auf die Dingstaste, Entschuldigung. Ah, Angriff ist echt die beste Verteidigung. Oder halt Ausweichrollen. Da sind sie. Los, schnappt sie euch. Verstärkung. Danke. Ah, oh, verdammt. Tutave. Looks like the end of the road. Sorry, Evan. I came as quickly as I could. Nella! Mina oder Nella, keine Ahnung, im Englischen. Evan! Ich bin erleichtert. Ihr scheint unversehrt. Mm. Ja, dank Roland ist mir nichts weiter passiert. Mm. Und wer seid ihr, wenn ich fragen darf? Mhm. Jetzt ist nicht die richtige Zeit für Schwätzchen. Erstmal müssen wir hier aufräumen. Durchdrücken der LB, ja klar, ausweichen kennen wir. Oh, Gott sei Dank haben wir noch ein Level up. Yeah! Thanks. Das hätte gefährlich werden können. Danke für die Hilfe. Thank you. Vielen Dank, Mina. Ihr schuldet mir keinen Dank. Ich hätte viel früher an eurer Seite sein müssen. Ausgerechnet an solch einem wichtigen Tag, derartige Pläne in die Tat umzusetzen. Darf ich mir jetzt die Frage erlauben, wer ihr eigentlich seid? Ihr scheint hier fremd zu sein. Wie seid ihr ins Schloss gekommen? Mein Name ist Roland und ich bin, und wie ich hierher gekommen bin, würde ich auch zu gern wissen. Roland hat mich gerettet. Ich verdanke ihm mein Leben. Naja, eins hat ja wohl das andere ergeben. Wenn seine Majestät es sagt, will ich es gerne glauben. Bitte entschuldigt mein Verhalten. Ich bin Almina, König Evans Sofe. Wie es aussieht, ist auch die Leibwache des Königs an der Sache beteiligt. Yes. So scheint es. Ein schlechter Ruf hatten sie schon immer, aber bis jetzt? Mina, was passiert hier? Ratolion, der Berater eures Vaters, König Leopold, hat uns verraten. Er hat es auch auf euch abgesehen. What? Ratolion? Wir müssen ihn stoppen. Gehen wir mit ihm reden. No. Ich denke nicht, dass er das was bringen würde. Soweit ich das beurteilen kann, ist dieser Putsch bis ins Detail geplant und du bist das Ziel. Zu ihm zu gehen, bringt dir höchstens den Tod. Aber... Almina, gibt es irgendeinen Weg, sicher von hier zu fliehen? Yes. Es gibt einen Geheimgang, zu den Katalysationen führt. Diesen Fluchtweg kennen im Schloss nur wenige. Diese Tür dorthin führt dorthin. Tagebucheintrag... Wir haben es geschafft, wir haben es überlebt und weiter geht's. Wir sind Level 3, haben wir gut gemacht, finde ich.
So, los geht's. Laufen, laufen, laufen. Oh. Ja, eure Hoheit, ihr seid wohlauf. Welch ein Glück. Hm. Ja, dank Mina und Roland. Hier scheint alles ruhig zu sein. Ja. Ja, Ratolion scheint es ausschließlich auf seine Majestät abgesehen zu haben. Die Verletzten und einfach Angestellten wie ich haben hier unten Unterschlupf gesucht. Die Soldaten wissen ganz bestimmt, dass wir hier sind, aber genauso, dass wir hier nicht weg können. Wir sind nicht weiter als Gefangene. Oh my. Dann sollte ich wohl besser nicht zu lange bleiben, sonst bringe ich euch noch unnötig in Gefahr. Majestät! Nehmt dies. Ich weiß nicht, ob es euch nur von Nutzen sein wird, aber bitte nehmt es an euch. Heilkräuter. Du erhältst 5 Heilkräuter. Thanks. Vielen Dank. Wenn ihr mit der Nutzung von Heilkräutern nicht vertraut seid, fragt ruhig mich. Danke, das werde ich. So, erstmal, das ist die doch, oder? Mit der haben wir ja gerade geredet. Wir lassen das jetzt, wir ignorieren das jetzt einfach mal. Die Truhen hier drin können wir nicht wirklich verwenden, aber wir könnten hier mit den... Wow. Mit den Leuten sprechen. Excuse me. Ich weiß nicht, wer ihr seid, aber ihr solltet ebenfalls schleunigst fliehen. Obwohl ihr mit Fräulein Almina an eurer Seite keine Sorgen haben müsst. Okay. Wir nehmen uns jetzt wirklich mal die Zeit. Ach so. Die Einstellungen sind noch so geblieben, oder? Genau, die Kamera geht nicht mehr zurück. Das passt. Warum passiert sowas nur? Was soll ich bloß tun? Ruhig, ganz ruhig. Wir müssen einen kühlen Kopf bewahren. Okay, die haben wir auch. Was ist mit der Wache da? Was sollst du eigentlich darstellen? Was ist das für ein Aufzug? Ein neugieriger Fremdling ist das Letzte, was wir hier gerade brauchen. Idiot. Miau, miau, es tut so weh, wenn ich das gewusst hätte. Ich hätte mich vorher noch mit Fisch vollgefressen. Yeah. Fast alle Mietsoldaten sind außer Gefecht gesetzt. Nur uns haben sie noch nicht zu fassen gekriegt. Yeah. Ja? Hmm. Die meisten Mietsoldaten wurden schon gefangen genommen. Wir werden sicher auch bald im Kerker landen. Wir konnten euch nicht beschützen, Majestät. Bitte gebt auf euch Acht. Oh. Wie seid ihr denn hier reingekommen? Alle Zugänge zum Schloss wurden doch blockiert. Naja, wir haben die Tür benutzt. Ihr habt nicht genug blockiert. Dann mal ab. Weg hier. Oh nein. Wir müssen uns verstecken, schnell. Mit dem schwarzen Ritter sollten wir uns besser nicht anlegen. Warten wir ab, bis die Luft rein ist. Der schwarze Ritter? Wer ist das? Das war Evan, Entschuldigung. Er sieht gefährlich aus. Er ist ein geheimer Untergebener Ratolions. Er soll eine mysteriöse Magie beherrschen und über außergewöhnliche Kräfte verfügen. Das ist alles, was sich über ihn bekannt ist. Ihn direkt herauszufordern wäre töricht. Gegen ihn haben wir keine Chance. Oh. Du meinst selbst, du kannst nichts gegen ihn ausrichten? Dann sollten wir einen Kampf besser vermeiden. Ich bin ganz eurer Meinung. Es ist besser, wenn wir uns bedeckt halten. Wie wäre es mit ein paar neuen Kleidern, mein Herr? Huh? Hm? Say. Und, wie sehe ich aus? Du erhältst das Outfit Leibwache. Oh. Besser als gedacht. Ein Glück, dass etwas in eurer Größe parat war. Nehmt euch dies. Wie ich sehe, tragt ihr noch keine bei euch. What is it? Ein Rüssring, ein magischer Ring, der das Lagern und Tragen von Waffen ermöglicht. Mit seiner Hilfe könnt ihr mehrere Waffen gleichzeitig ausrüsten und noch dazu in den Waffen verborgene Fähigkeiten nutzen. Wow. Nur mit diesem kleinen Ding? Now. Sicher verfügt auch euer Schwert über spezielle Fähigkeiten, aber ohne solch einen Ring bleibt sie euch verborgen. Ich gebe euch noch ein zweites Schwert, rüstet es zusammen mit eurem Rüstring aus.
die beiden Schwerter ausrüsten. Ich verstehe. Habt ihr noch andere Waffen bei euch? Meine Pistole, aber ich habe sowieso kaum noch Munition. Keine Sorge, wenn ihr sie mit eurem Ring ausrüstet, geht euch die Munition niemals aus. Im Ernst? Wow. Mhm. Am besten rüstet ihr die beiden Schwerter und eure Pistole gleich einmal im Brustring aus. So, du kannst im Hauptmenü bla bla bla, statt in Ausrüstung bla bla bla, Magieabwehr, Unter Fähigkeiten kannst du hier, okay, alles klar, da sind schön Fähigkeiten freigeschaltet. Falscher Knopf. Start. So, im Grunde ist es ja eigentlich ganz simpel ausrüsten einfach nur. Beeinflussstärke von Angriff und Fähigkeiten auf Distanz, okay. Grundwerte, Parameter, wobei der Charakter, okay, alles klar, wir gehen erstmal hier. Ach, da rechts sehen wir es ja. Nice. Mäusedegen. Zwar schwächer, aber hey, haben oder nicht haben. Und unsere lustige Pistole. Während eines Kampfes kannst du mit LT zwischen deinen Nahkampfwaffen wechseln. Der Waffenwechsel lässt sich sicher nicht in einem Wort zusammenfassen, aber für den Anfang empfiehlt sich bei dem Kampf mit einer Waffe mit einem vollen Wuchtangriff. Die Wuchtanzeige ist der Wert, der neben jeder... Ach so, alles klar. Halbautomatik. Ja, ja. Okay. Ist hier noch mehr? Ein Speicherstein, eine Kiste, die wir nicht benutzen können. Gut, ihr scheint alles ausgerüstet zu haben. Nun solltet ihr in der Lage sein, während eines Kampfes schnell zwischen den angelegten Waffen hin und her zu wechseln. Denk immer daran, neue Waffen an ihn auszurüsten, sobald ihr sie findet. Thanks. Das werde ich, danke. Nun zu euch, Majestät. Ihr nehmt bitte das an euch. Du hältst Evans Grundausstattung. Gosh. Was ist das? Es war nicht viel Zeit, aber ich habe das Nötigste für euch zusammengetragen. Ich habe auch euren Rüstring beigelegt. Solange ich an eurer Seite bin, werdet ihr ihn nicht brauchen. Allerdings ist ungewiss, wie es weitergeht. Evan. Seid auf alles vorbereitet. Letztendlich müsst ihr euch selbst verteidigen können. Verstehe. So, und da ist der Meilenstein zum Speichern. Oh. Wir sollten uns beeilen. Sicher werden sie uns auch hier kurz oder lang finden. Ich frage mich, wenn wir hier lange rumstehen, ob das wirklich irgendeinen Unterschied macht. Ausrüstung haben wir noch keine. Waffenwechsel. Ah, alles klar. Autoausrüstung. Alles klar, ist geschehen. Möchtest du speichern? Ja, machen wir sicherheitshalber mal. Ich weiß ja, wie das im Stream letzten Endes im Chaos untergegangen ist. Und ja, ich überspeichere jetzt meinen Stream-Speicherstand. Denn wir kommen leider aktuell wirklich nicht mehr zum Streamen. Da, also, Ni No Kuni meine ich jetzt. Ich hoffe, ihr hinterlasst natürlich trotzdem ein paar schöne Kommentare. Ich antworte auch gerne darauf und interagiere mit euch. Was wir ja im Stream sonst immer gemacht haben. Wo ist er hin? Er scheint nicht mehr da zu sein. Ein Glück, das ist unsere Gelegenheit. Aber seht nur all die Elite-Soldaten. Kein Wunder, in Situationen wie diesen gehört die Sicherung der Ausgänge zu den grundlegenden Strategien. Der Eingang zur Kanzellation befindet sich am Ende des Gangs, auf der anderen Seite. Also müssen wir irgendwie an diesem Soldaten vorbei. RBE für Fernangriff. Alles klar. Kuro meinte, man kann sich eigentlich ganz simpel an denen vorbeischleichen. Aha. Kann man. Aber... Ach ja. Ah, ich drücke immer wieder auf den Knopf. Immer wieder den Knopf. Kann man das nicht ausschalten? Ach so, das kostet aber Magie, wenn wir gedrückt halten. Sehr gut zu wissen. Gewonnen. Alles klar, alles platt gemacht. Items haben sie nicht fallen lassen. Und im Grunde können wir mal auf die Karte gucken. Ah, alles klar, wir hätten wirklich rundherum schleichen können, aber ist auch egal. Wir kommen an und damit sind wir weg hier. Ja, die Frage ist, ich habe jetzt 30 Minuten Folge voll. An der Stelle würde ich sagen, wir machen jetzt einen zweiten Teil in der nächsten Folge und gehen dann in die Katalysation. An der Stelle
hoffe ich, ich habe euch bis dahin ein Outro gebastelt, werde die Folge so schnell wie möglich halt online bringen, damit wir auch bald wieder im Bereich Blind sind und auch ihr von der Stelle nicht mehr weiter wisst, wo wir im Stream waren. Ich danke fürs Einschalten, hinterlasst einen Kommentar, wenn es euch gefallen hat, wenn nicht, natürlich auch. Und wir sehen uns dann bis zum nächsten Mal. Ciao!